So, hallo, wir machen weiter im Fort Condor und begeben uns zur Schlacht. Ah, nicht vergessen, gleich die dreifache Geschwindigkeit wieder auszumachen, weil ich traue mir sowas ja immer zu, dass ich sowas vergesse. Perfektes Timing, sie sind hinter der Ecke. Macht euch bereit. Ein starker Armee ist unterwegs, bestehend aus etwa 30 Einheiten. Sie klettern wahrscheinlich auf verschiedenen Wegen hoch. Wir sollten vorsichtig sein oder wir kriegen Ärger. Setzt in jedem Fall Feuerkatapulte ein. Ach ja, wir haben jetzt ja genug Gil. Wir müssen uns jetzt ja gar keine Sorgen mehr machen. Ja. Hier, Feuerkatapulte haben wir jetzt. Bombe weit feuern. Unbeweglich. Stein werfen plus rollen. So. Ja, wir starten das Spiel. Schnell, schnell, schnell. Oh. So, was ist gut gegen die gewesen? Der Verteidiger. Gegen die Viecher waren in der Tat die Angreifer stark. Und gegen den Weavern die Bogenschützen. So, gebt ordentlich Kette hier. Ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Schütze. Oh, scheiße, wieso Schütze? Oh nein, ich bin so doof. So, müssten wir gleich geschafft haben. Ich brauche hier noch einen Verteidiger für die Ärsche da. Hier, du greifst den an. Dich können wir schon mal umprogrammieren. Na gut, der ist eh gleich tot. So, ihr alle geht hin da, macht den platt. Hier haben wir unseren Krieger verloren. Du darfst natürlich wieder hier auf das Vieh drauf gehen. Ja. Ach nee, das war der Falsche. Den Verteidiger brauche ich, Mensch. Los jetzt. Oh nein. Los, schnell. Na also. Feindesangriff aufgehalten. Wow, das war gut. Aber Shinras Truppen werden wiederkommen. Das Gelände muss sehr gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie wieder angreifen. Wir haben noch 6 Einheiten. Hier sind 1200 Gil. Oh ja, das habe ich gerade auf dem Schlachtfeld gefunden. Vielleicht könnt ihr es nochmal gebrauchen. Mega-Elixier. Besten Dank auch. Wie sieht's aus? Sieht's aus, als gäbe es bei Shinra keine Aktivität. Na gut, das freut mich. 14.000 Gil noch. So, haben wir die vierte Schlacht auch geschafft. Sehr schön. Und der Buggy. Den dürfen wir natürlich nicht zurücklassen. Ja, hallo. Hat der denn was Neues? Mann. So, jetzt aber hier die Granate.
damit wir die endlich haben, ey. Hey, das ist ein Shinra-Aufzug, hier wird nicht rumgeschnüffelt. Wenn du unbedingt in den Aufzug willst, gib mir 10 Gil. Ach, na gut, ey. Wir haben's ja nicht. Aufwärts, bitte. Gorgen. Achtung, aufpassen. Nicht runterfallen. Ja, man hätte ja auch ein besseres Gelände als die beiden Dinger hier dran bauen können. Dum, dum, dum. Mein größter Wunsch war, Pilot zu werden. Ich bin immer sprachlos, wenn ich die Highwind bei Sonnenuntergang sah. Oh ja, die schöne Highwind. So, du hattest nur die Materie, die wir nicht brauchen. Also, beziehungsweise, wir haben jetzt alles. Genau. Also, hat sich erledigt, Alter. War hier noch ein Shop? Ja, zeig her. Gut, 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 gut. Und hier? Na, hallo. Haben wir alles? Und hier waren wir hier. Na gut. Was geht hier ab? Hey, Zivilist, halt dich aus unserer Übung raus. Ups. Laufen sie herum und kommen ihnen nicht in die Quere. Die reden gar nicht mit mir. Wieso kann ich denn hier reingehen? Nur Personal darf hier passieren. Du weißt das doch, oder? Es geht um wichtige geheime Informationen. Der Jannen-Marine. Ein neues U-Boot, das mit Shinra-Spitzentechnologie versehen wurde, ist fast fertig. Geil. Mann, ist es so langweilig, am Unterwasserreaktor Wache zu schieben. Na, wärst du nicht da, dann wäre ich jetzt drin. So, weg hier. Weg hier. Konnten wir jetzt auch schon hoch? Tatsächlich. Aber was wollen wir hier oben? Ihr kommt nicht durch, ihr kommt nicht durch. Ist doch Kacke, oder nicht? Ups, ich wollte eigentlich auf der anderen Seite runter. Dum 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 da dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum 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 di dim lumpum lumpum. Dumm, dumm, dumm. Ja, ich weiß, dein Service und so. Hat sich aber nichts dran geändert an deinem Service. Du. Silberbrille, Kopfband. So. Erledigt. Was war hier? Ach, hier war der Penner, ne? Genau. Hier war der Shinra-Manager, der geschlafen hat und nicht gut schlafen konnte. Hey, willkommen. Auch immer noch die Lieferung verfuscht? Na gut, dann können wir wieder weitermachen, endlich. Zurück geht's nach Costa del Sol auf den neuen Kontinent Richtung Gongaga. Mensch, ey, du musst doch nicht rückwärts einparken, das dauert doch nur. So, unser Buggy ist bereit. Lass mal auf, ey. Herz. Ja, sehr nett. Sehr nett. Genesung Level plus 1. Na also. Ich will mal hier einen Wüstenkampf machen. Los, komm schon. Auch die Viecher.
Alter! Mann, wieso immer auf ihn? Sprungattacke, was ist das? Na gut. Hitzelevel plus 1. So wollen wir das sehen. So wollen wir das sehen. Und da ist Gongaga. Bevor wir da eintreten, verbrätst du nochmal deine MP. Und wir müssen euch ablegen. Ausrüstung weg, weg. Hier, du kriegst einen Bronzereif und du kriegst auch einen Bronzereif. Ja gut, eure Waffen könnt ihr logischerweise behalten. So, du hast das Beste soweit. Tobsucht, Zorn, Trauer. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich alles? Vitalität. Schütz vor Feuer, Schütz vor Schlaf, Schütz vor Blind, vor Blitz, Froschzwerg, Gift, Gemütstärke. Gemüt. Ja. Nee, der Friedensring ist schon ganz in Ordnung bei dir. Dann müssen wir mal das PHS machen. Alles für das Date mit Barrett zuliebe. Müssen wir jetzt mal die beiden Damen mit uns schleppen. Außerdem können wir die dann mal ausrüsten. Die hat noch die Metallfaust. Hier, du kriegst den Mega-Handschuh. Du hast den Schlagstock 4 normal. Den kannst du behalten. Mithril. Du hast Carbon. Ja gut, das kriegst du jetzt natürlich nicht. Shinra Beta könntest du haben. Wir haben auch noch einmal Carbon. Auch ist das schon wieder alles eine schwierige Entscheidung. Platinreif. Shinra Beta. Ja, hier, ihr beide bekommt Shinra Beta. Azezori braucht er nicht. Habe ich gerade so beschlossen. Shinra Beta haben wir immer noch einen übrig. Jetzt müssen wir euch natürlich auch noch ausrüsten. Och nein, du bleibst unsere Heilerin soweit. Obwohl eigentlich gar nicht. Denn natürlich bekommst du und du und dann haben wir Heilung. Erde, Hitze. Alle. Gewitter, alle. Kälte, Nebenwirkung, meinetwegen. Raub. Ramu. Fernangriff. Also irgendwas muss sie ja haben, dass wir hier AP kriegen. Ist völlig egal, was hier. Manipulation. Die schlechtere Analyse. Und du darfst Ifrit haben. Und dann? Ja, dann ist das in Ordnung. Dann wollen wir mal rein da. Ist da jemand? Gut, welche gefällt dir? Warum denn so verlegen? Los, welche gefällt dir? Tifa. Die ist okay. Aber arme Elena, sie, du. Nein, sie mag Zeng. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber Zeng mag die vom alten Volk. Worüber reden sie? Total affig. Sie sprechen dauernd darüber, wen sie mögen und wen nicht. Aber Zeng ist anders. Ah, oh nein! Sie sind hier. Sie sind wirklich hier. Dann ist es soweit. Gut, mach es ihnen nicht leicht, auch wenn es Mädchen sind. Keine Angst, ich mach das schon. Wir verlassen uns auf dich. Ich berichte Zeng. Es ist eine Weile her. Jetzt müsst ihr dafür zahlen, was ihr in Sektor 7 getan habt. Aus dem Weg.
Ich lasse mich nicht gern zum Narren halten. So weit gehst du. Na gut, Freunde. Dann machen wir euch mal fertig. Das sieht echt aus wie Zeitlupe. Nicht zu stehlen. Das sieht echt aus wie Zeitlupe. Nicht zu stehlen. So. Dann hätten wir das doch geklärt. Wir sind beide gestunt. Ach du Kacke. So, Wino ist weg. Und der Ruder auch. Märchenstab. Hey, da stimmt was nicht. Als wüssten sie von unserem Kommen. Sie sind uns gefolgt, aber das merkt man doch. Das bedeutet, es gibt einen Shinra-Spion. Ich will nicht mal daran denken. Ich vertraue allen. So, 4 und normal. Ganz viel und normal. Märchenstab. Ist mir jetzt so anstrengend, kriegst du nicht. Immer dieses ganze Hin- und Hergerüste hier. Ein kaputter Marco-Reaktor. Kaputter Reaktor. Es ist Scarlett, Leiterin des Shinra-Waffenentwicklungslabors. Das taugt nichts. Aus schrottigen Reaktoren bekommt man nur schrottige Materie. Dieser Reaktor. Fehlanzeige. Ich suche nach Unmengen Materie. Hast du welche gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich kümmere mich gleich drum. Bitte. Wir könnten die ultimative Weapon bauen, wenn wir es nur hätten. Ich kann es kaum abwarten. Seit Hoyo weg ist, kriegen die Entwickler immer mehr Geld. Ich beneide sie. Aber selbst wenn wir die perfekte Waffe herstellen könnten, wäre der Idiot Heidegger in der Lage, sie zu benutzen? Oh, Entschuldigung. Ich vergaß, dass Heidegger dein Chef war. Gehen wir. Unmengen Materia? Eine ultimative Waffe? Die perfekte Waffe? Was haben die Shinra nur vor? Dort hinten glänzt was. Greif danach. Materia Titan erhalten. Ja, haben wir den auch. Konnte nichts stehlen. Phönixfeder. Natürlich. Alter. Oh, ey, ist denn die blöd? Ist die denn blöd? Oh, er ist auch gleich weg. Das ist doch richtig. Ich darf wohl nicht meine ganzen MP hier aufgeben. Was bedeutet denn hier, du konntest... Hä?
Was hat er gemacht? Die Chimara-Wanze. Spinnenweben. Oh, okay. Was ich in Folge 2 oder 3 gesagt habe, dass es das Spinnenweben, glaube ich, nur einmal gibt, das könnt ihr vergessen. Das stimmt nicht. Es gibt in der Tat mehrere davon. Da. Todesstoß. Als der Reaktor vor 3 Jahren explodierte, kam mein Mann dabei um. Schade. Kaputter Reaktor. Ach nee. Ach nee. Möchtest du was? Eine Geschichte hören? Nach der Explosion beschlossen wir, die Nutzung der Makroenergie zu verbieten und mit der Natur zu leben. Ja, Zubehör kaufen. Kopfband habe ich, Silberbrille habe ich, Sternenamulett haben wir, Talisman haben wir, weißer Umhang haben wir. Automatische Tobsucht. Umnebelung. Zeit. Okay, hier brauchen wir wieder ein bisschen Gil. Willst du was? Zuhören? Eines Tages gab es eine Explosion, bei der viele starben. Ja. Hart klingend, da da. Dum. Froschschenkel. Schrumpfer. Du bist ein Reisender? Hey, warte, dieses Funkeln in deinen Augen. Bist du Solcher? Oh, du hast recht. Weißt du nicht was über unseren Sohn? Er heißt Zack. Es ist fast 10 Jahre her, als er in die Stadt zog, weil er nicht auf dem Land leben wollte. Als er ging, sagte er, er wolle Solcher werden. Weißt du etwas von einem Solcher namens Zack? Ich weiß nicht. Zack? Junge Frau, kennst du ihn? Er schrieb uns vor 6 oder 7 Jahren, dass er eine Freundin hätte. Warst du das vielleicht? Das kann nicht. Zack. Was ist mit euch passiert? Sind die doof oder was? Es ist unglaublich, dass er sich 10 Jahre lang nicht meldet. Wir sind doch seine Eltern. Hast du als Solcher mal jemanden namens Zack getroffen? Natürlich wissen wir, was mit Zack ist und mit den beiden und was da los ist. Und wir quatschen jetzt beide nicht an, sondern hauen einfach ab. Wir gehen mal kurz ganz hier aus dem Gebiet raus. Weil das ist auch wieder für das Date mit Barrett. Weil die sind jetzt sehr deprimiert darüber, dass wir sie nicht angesprochen haben, nachdem sie so deprimiert waren halt. Aber bei der Gelegenheit können wir den Part auch gleich beenden. Wir müssen natürlich nächste Folge gleich nochmal in Gongaga rein, um die restlichen Häuser abzuklabastern. Alles gut und dann natürlich wieder unsere... Wir könnten jetzt schon wieder unsere alte Gruppe machen, das machen wir dann im nächsten Part. Das heißt, wir speichern jetzt nochmal einmal. Wo müssen wir speichern? Hier müssen wir speichern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, seid erfolgreich, macht's gut und ciao, ciao.